Wir müssen Nagel mit den Händen. Ich bin da im Olympiastadion. Heute Abend in Schweiz gegen Italien. Ich meine, ihr müsst uns nicht vormachen. Nationalhymne, das können die Italiener besser als die Schweiz. Aber was ist die Fans? Was die 25.000 Leute, was die für ein Mais machen? Hey, Kollege, sind wir heute da beschwert. Gott, ja. Eben, die schreien die Mannschaft zum Sieg. Und ich meine, das hat schon damit zu tun. Ich meine, wir haben auch den ESC, der ist in der Schweiz. Das ist ein Song-Contest, das ist etwas international, also nicht so etwas Publix, Lokales, so wie der Sanremo-Festival bei den Italienern. Nein, das, die Fans, die schreien, die Mannschaft wirklich, die schreien die zum Sieg. Und die werden gar wie töff, doch nach 60, 70 Minuten muss er hin, dann sind sie gegangen, dann sind sie leer. Da muss ich irgendeinen Wechsel machen. Und ich will die ganze Zeit, wie ich das Schild hochhebe, dann muss ich immer wieder zu mir schauen. Und dann ist der Wechsel. Dann weiss ich, ha, genau, jetzt ist die Zeit. Jetzt muss ich ihn bringen. Jetzt ist für die Zeit da, für einen Wechsel. Ich bin dann bereit, wenn ich noch nicht.